Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wie ihr wisst, haben wir einen neuen Kurs am Anstehen. Der Kurs wird sich jetzt ein wenig verschieben um ca. 3 Wochen, da wir die gewünschte Teilnehmeranzahl noch nicht erreicht haben. In diesem Kurs lernen wir die arabische Sprache auf eine progressiven Art und Weise. Das heißt, wir bauen Schritt für Schritt auf und richten uns hierbei auch an dem reellen Leben. Das heißt, du wirst nicht Dinge lernen, mit denen du nichts anfangen kannst und mit denen die du nicht in dein Leben integrieren kannst. Wir fangen auf eine ganz typische Art und Weise an, wie man eben seinen Alltag gestaltet. Das heißt, man unterhält sich mit fremden Leuten, man stellt sich vor, man spricht über die Arbeit, über die Schule, über die Kinder, das Einkaufen und so weiter. Die Hauptzielteilnehmer unserer Kurse sind natürlich Muslime, die sich einen Zugang zum Koran, der Sunna und der islamischen Literatur schaffen möchten, beziehungsweise sich vorbereiten möchten auf ein intensiveres und fundiertes Studium des Islams. Da geht kein Weg an der arabischen Sprache vorbei. Die arabische Sprache ist das A und O des islamischen Studiums und eine Voraussetzung für die Expertise in jeder Disziplin, sei es im Fiqh, im Tafsir, im Hadith oder was auch immer das sein mag. Daher mag dem einen oder anderen vielleicht erscheinen und vorkommen, dass diese Thematiken für seine Ziele nicht besonders dienstbar sind, aber das ist leider nicht richtig, denn bevor man eine Fachsprache lernt, muss man natürlich eine gewisse Grundlage haben der allgemeinen Sprachkenntnis, allgemeine Sprachkompetenzen haben, auf die man dann eben weiter aufbauen kann. Daher ist das völlig geeignet und erst der erste Schritt natürlich. Dieser Kurs hier wird ungefähr 5 bis 6 Monate dauern, kann auch ein bisschen schneller sein, 4 Monate, kann auch ein bisschen länger dauern, das ist natürlich abhängig von dem Gruppentempo. Wir werden das Buch Al-Arabiyyatu Bayna Yadayk benutzen, das benutzen wir grundsätzlich in all unseren Arabischkursen. Das Buch ist speziell entwickelt und abgerichtet für Menschen, die Arabisch von Grund auf lernen, das heißt, die noch nichts mit dieser Sprache zu tun hatten. Zwar ist das Buch auf Arabisch verfasst, aber das schadet der Sache nichts, denn wir werden das ja gemeinsam durchgehen. Wir beginnen mit einem sehr leichten Niveau. Das Einzige, was du kennen musst, ist das Alphabet und du solltest lesen können. Also es muss jetzt nicht sehr flüssig sein. Es reicht, wenn du einigermaßen lesen kannst, denn das wird sich ja mit der Zeit und mit der Übung wird sich diese Fähigkeit, Lesefähigkeit entwickeln. Das ist das Einzige, was an Kenntnis vorausgesetzt wird. Also nur, du musst nur einigermaßen lesen können. Alles andere wird mit der Zeit kommen. Die Unterrichte finden online statt. Über einen virtuellen Klassenraum. Das geht aber alles über unsere Webseite. Das heißt, du musst dich für den Unterricht selbst nirgendwo anders anmelden. Das läuft alles über unsere Webseite. Das sind Live-Unterrichte, die einmal in der Woche stattfinden. Und sie werden auch aufgezeichnet und sind, solange man aktiv, also ein Abonnent ist, solange man am Kurs teilnimmt,
hat man Zugriff auf die Unterrichte auch direkt über die Webseite. Das heißt, sollte man mal nicht dabei sein, kann man sich die Unterrichte im Nachhinein über die Aufnahmen betrachten. Wir werden euch auch digitale Karteikarten zur Verfügung stellen, um die Vokabeln einfacher und spielerischer zu lernen. Ebenfalls wird es diverse Hilfsmaterialien geben, alles aber digital. Handouts, Folien und so weiter. Das Buch wird auch in elektrischer Form, digitaler Form zur Verfügung gestellt. Das verwenden wir auch in den Klassenräumen, in den virtuellen Klassenräumen. Die Unterrichte sind für Männer und Frauen gedacht. Da können Leute, also ungefähr ab 13 Jahren kann man an diesen Unterrichten teilnehmen. 13 Jahre, 12, 13 Jahre bis ja, ins Unendliche. Also ab 13, ein Maximumalter gibt es nicht. Meistens sind die Teilnehmer bei uns eben so zwischen 20 und 30 Jahre alt. Also ihr habt noch 3 Wochen Zeit ab heute. Heute haben wir den 1.9. Ihr könnt euch anmelden und dann sehen wir uns inshallah in Kürze. Assalamu alaikum.